War doch mal erfolgreich. Ja. Ja, in der Tat. Ja. Kavallerie und Infanterie ist natürlich super. Das habe ich noch nicht, behalte ich aber trotzdem. So. Die lasse ich mal. Du gibst es mal auf. Ja, wobei, nee, du behältst es mal. Militärausbildung. Gut. Duse da. Keine Ahnung. Diesen hießen. Diesen hießen und Dusen Dusen. Schnusen Dusen. So. Geh mal Richtung Gallische Konföderation wieder. Du gehst mal Richtung Norden. Also wenn du um mich rum zur Gallischen Konföderation bist, musst du ein ganzes Stückchen laufen. Ja, nee, das mache ich nicht. Nee, aber oder ich... Oder Schiffe. Ja. Aber ich glaube eh, dass... ja. Das wird eh nix. Also bis ich bei der Gallischen Konföderation bin, ja, ist eh alles vorbei. Ich sag mal so, ich könnte da oben ja für dich führen, weil ich bin näher dran. Ja, könntest du. Und es würde mir auch noch was bringen. Aber die sind halt schon ziemlich fett. Ja, aber das heißt ja... Ui. Uiuiui. Ich immer dann anrufe. Ihr seid hier willkommen. Sprecht frei. So. Sind wahrscheinlich auch nur so unwichtige. Na, könnte wirklich sein. Gut. Piep. Genau, dich wollte ich lassen. Du bekommst nix. Die 501. bekommt ein General. So. Geheimaktion. Nee. Automatik. Hm? Ich bin, schau gerade bei Epidamnos. Und tatsächlich ist scheinbar meine, also die religiöse Bekehrung in meiner Stadt so krass. Okay. Dass sich jetzt anfängt, das Lateinische auch schon langsam zurückzugehen. Schön. Ja, doch. Ja, spannend. Aber jetzt habe ich die ausgebildet. Ah, das war dumm. So, Wolfpack. Kann ich auch mal. Nicht mehr. Ich schätze, ich komme da nicht rum. Da wäre eh eine Fußballkamee gewesen. Gut, ich bin fertig. Hey, mein Basileus hat einen Stufenaufstieg. Friedlich.
Minus 40% Strafe auf öffentliche Ordnung durch lokale Anwesenheit fremder Kulturen in der lokalen Provinz. Minus 20% Widerstand gegen fremde Besatzung. Ermöglicht Fähigkeit motivieren, ermöglicht Fähigkeit sammeln. Hm. Klingt gut. Ja, ist es wert, glaube ich. So. Gut. Nun denn. Wir hungern nach einer Schlacht. Ich glaube, es ist soweit. Es geht ans Eingemachte. Und das bedeutet, wir haben eventuell zwei Schlachten direkt nacheinander. Eine um eine Hauptstadt und eine um eine kleinere Siedlung. Welche wollen wir zuerst schlagen? Erstmal die kleine Siedlung, oder? Okay. So. Also, hiermit wird den Geten von Sparta offiziell der Krieg erklärt. Unsere Krieger marschieren auf und unsere Frauen bereiten das Feldgelage für ihre Rückkehr vor. Unsere Krieger marschieren auf und unsere Frauen bereiten das Festgelage für ihre Rückkehr vor. Er sagt mir, der Pfad ist versperrt. Ach, sag bloß, da steht eine Armee in der Stadt drin. Was hast du erwartet? Oh, das könnte eine echt spannende Schlacht werden. Soll ich spielen oder der Computer? Also wenn du spielst, dann lieber auf meiner Seite, weil das glaube ich, wenn du spielst, dann könnte das eine ziemlich eindeutige, obwohl es ist der, ich könnte den König besiegen von dem. Allerdings, wenn du spielst, würde der König halt sehr wahrscheinlich überleben. Das wollen wir nicht. Nee, das wollen wir nicht. So. Okay, ich greife ihn trotzdem einfach mal an. Niederkauern wie eingesperrte Hunde. Ich könnte es theoretisch auch automatisch machen. Das sieht nach einem Fight aus, aber das wäre ja langweilig. Wie viel Prozent? Ja, ich würde mal sagen, gute 60 bis 70. Ja, das würde ich dann schon spielen. Ja. Also so über 80 oder so würde ich nicht mehr spielen. Belagerungsangriff. Ja, jetzt zuschauen, ne? Ja. Gut. Zuschauen. Bitte nur zuschauen. Bitte nur zuschauen. So. So, mal schauen, ob Herakles Faust hier im Frieden begraben die Söhne ihrer Väter, im Krieg Väter ihre Söhne. Boah. Herodot, griechischer Historiker. Ja, der Satz ist deep. In der Tat. Indeed. Wow, ich kann direkt durch einen Schornstein schauen. Mit meinem Auge. Mit meinem Auge kann ich direkt durch deine Rüstung sehen. Quatsch. Schande über dich. Schande über deine Kuh. Ja, immer noch geiler Film. Der Film ist super. Ich habe mir den neulich angeschaut. Ah, toll. Ah, du musst nur mal das nicht draufspucken. Flup, flup. Aber das ist auch einer der Filme, die oder der mit Otto steigt und fällt. Ja. Also genauso wie Ice Age kann man nicht auf Englisch anschauen. Ja. Das meinte Diane auch. Mhm. Kannst du den Pinsel sehen? Ja. Super. Let's go. Okay, ich soll also darüber gehen. Genau, also dein Ziel ist... Bam. Mein Ziel ist, von hier nach da zu marschieren. Und zwar so ungefähr. Ja, ich würde ein bisschen ausweichen. Achso, also mehr so gehen?
Genau, weil... Okay, ich könnte natürlich auch so gehen. Du könntest natürlich auch zuerst zurückgehen und dann hierhin und dann dahin und dann wieder in den Kreis gehen. Nee, so, fang also mal an. Weil dann weiß ja natürlich nicht, was du vorhast. So, also. Vulkanische Piken. Das Haus vom Nikolaus. Piken bereit. Warte mal. Wow, das ist Kunstwerk. Oder das ist das aus. Scheiße. Vom Nico. Das geht so nicht. So. Das geht auch nicht. So geht's. So. Aber irgendwas ging. Nee. So. Nee. Ich erwarte eure Befehle. Kampfgruppe bereit. So, irgendwo kann man doch die Formation. Ja. Bleibt in Formation! Genau, feststellen. So. Genau, genau. Gut. Na dann, würde ich sagen. Los geht's. Doppelte Geschwindigkeit! Schnell vorrücken! So, ihr braucht nicht zu sprinten. Warte ich mal die mal an, dann können sie nicht. Können sie nicht sehen? Ja, alles voller Farbe. So. Du musst hier aufpassen, weil da ist das Haupthaus von dem General. Keine Ahnung. Okay, gut, mach ich. Gut. Ich bin äußerst vorsichtig. Gut, gut. Boah, wenn man da ranzoomt, das ist so nice, ey. Ist schon geil, ne? Ja, so diese... Das fühlt sich an wie Helms Klamm, ey. Die Schritt, Alter. Tja, hätten die damals auch eine Phalanx gehabt? Ja, dann wären die Orks vielleicht nicht ganz so gut reingekommen. Mhm. Was der hier macht, weiß ich auch nicht. Du, ich steh mal hier, falls du von da kommst. Was, wer? Der da. Ach so. Der steht halt gegen nach, also nach da. Ja, ich hätte theoretisch so hier so rumlaufen können und dann... Genau. Und dann auch noch so und dann so und dann so und dann so und dann ist es eine Blume. Genau. Warte, nee, hier musst du ja so, dann so und dann so und dann hier. Ah, schau, jetzt schickt er sie rüber. Jetzt hat er gemerkt, ich komme nicht von da drüben. Ach krass. Voll logisch hier. Vorsicht, hier ist der Feind. Warte, falscher Strich. So, wow. Aber die Plänkler hätte er viel besser hier aufstellen müssen. Also und ja, dann da von da runter sie, schießen. Hätten sie viel Schaden angerichtet. Ja. Aber auf die Weise haben sie das nicht. Ganz genau. Ah, du hast die Plänklerinnen, die machen einen guten Schaden. Die Gorgo-Plänklerinnen, die sind ziemlich strong. Wir töten sie alle! Die ersten sind gefallen. Sind gestolpert. Keine Angst, die sind nicht tot. Ui. Der sah aus wie ein Igel. Das ist halt das Krasse bei den Plänklern, weil die haben richtig krassen Durchschlag.
Uiuiui. Also die eine Einheit hat schon gut einstecken müssen. Ja, und jetzt diese Hur. Ist schon cool. Ich erwarte eure Befehle. Die einen sind schon dick am... Ah, nein, stopp. Ja, das nervt immer, wenn die... machen die ja die Phalanx hoch. Ja. Ja, vor allem wollte ich die eigentlich schon gar nicht mehr ausgewählt haben. Scheiße. Ja, das war nicht schlecht jetzt, aber wird schon. Ja, du gewinnst so oder so. Hier ist halt ja jetzt eine Riesenlücke, ne? Wo ist die Riesenlücke? Ja. Achso. Was und macht ihr da eigentlich? Ich wollte gerade fragen, ey. Ist die Absicht? Mit Geschossen bewaffnete Krieger! Ja, und jetzt kannst du hier sehr schön. Ja, das war der Plan. Sekt. Ja. Bandane! Doppelte Geschwindigkeit! Mit den Plänklern würde ich mal hier reinschießen. Also nicht auf die, nicht hier hin, weil, ja, dann machst du Friendly Fire, ja. Wir töten sie alle! Wir hungern nach Blut und Kampf! Sparta! Genau. Speere bereit! Diesen Flügel kannst du auch hier jetzt wieder aufstellen. Oh, macht das Spaß! So die ganze Zeit zu zeichnen. Vorrücken! Uiuiui, die werden auch Helden Spartas, ne? Punkt zu Punkt, eine Phalanx! Eure Befehle? Der Flo hat gerade gefragt, ob ihr heute Ding habt. Wegen LOL. Keine Ahnung. Ja. Du meintest, du möchtest halt möglichst viel mal wieder produzieren. Ja. Aber ich mein, das bedeutet nicht, dass wir wirklich den kompletten Tag durchsuchen müssen. Ja. Also an sich, hier musst du mal aufpassen. Ja. Pulken. Genau, an sich würde ich jetzt bald Pause machen und dann vielleicht noch eine oder zwei Stunden und dann vielleicht um 5 aufhören. Okay. Ja. Weil ich meine, nächste Woche können wir auch. Jo.
Uiuiui. Männer wanken. Hey, er hat es geschafft, ein paar von meinen Jungs zum Wanken zu bringen. Oh. Okay, aber es sind Pikiniere, also die wanken. Aber sie fangen sich auch wieder. Ja. Ich habe halt hier jetzt eine Einheit noch mit reingeschickt. Mhm. Okay, aber es ist gegen den Adelsperrkämpfer. Und die sind krass. Die sind gut. Also seine Einheit. Seine Generalseinheit. Hier musst du auch aufpassen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, die Gorgus-Kriegerinnen sind jetzt dann bald auch am Ende. Mhm. Hey, du. Rein da. Genau, die können... Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich meine, für die da brauchst du eigentlich fast nichts mehr. Also, ja. Da reicht eigentlich der General und alle anderen. Los geht's. Greift ihre Positionen an! Kampf bereit! Und willig! Ja, das war ein Mensch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Nein, das ist ein schändlicher Angriff. Ja, aber ich habe meine Truppen hier drüben sehr schlecht eingesetzt. Ja, waren zu viele Pferde bei dir. Wir hungern nach Blut und Kampf. Spartanische Piken! Juhu! Spartanische Piken! Zurückgeschrieben. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Schnell! Schnell ein zum Einsatz! Fehler! Die Pikinier-Einheit steht falsch rum. Die wird gerade ein bisschen malträtiert. Welche? Ja. Siehst du? Ja. Ja. So. Warte, deine spartanischen Hopliten verlieren gegen seine gepanzerten Speere? Ich frag mich auch gerade. Das ist echt interessant. Wieso stehe ich in der Phalanx? Ja, okay. Zu Befehl! Ja! Gut. Jetzt musst du dich aber beeilen. Wacker! Wie ihr Befehl! General! Ja, Feuer! Weil das ist gut, dass die schon mal wanken. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Vakanische Piken! Und ja, es ist gut, dass ich die nicht spiele, weil die. Ja. Das wäre ziemlich eindeutig gewesen. Bakana! Für Ruhm! Befehle! Bakana! Verstanden! Wir erwarten eure Befehle! Greift ihre Positionen an! Ah, die sind hier eingekesselt, deswegen. Bakana! Bereit! Kommandant! An den Angriff! Die Plänklerinnen könntest du auch mal zur Unterstützung nehmen. Und die Pikiniere sind nur noch zu 6 da. Ja, ich wollte sie gerade rausziehen. Doppelte Geschwindigkeit! Wenn halt gerade auch geschossen ist, ist ein bisschen gut. Spartaner! Doppelte Geschwindigkeit!
Der gegnerische General, der macht einen sehr guten Job. Aber jetzt steht er ja gegen den Verlag. Jetzt wird es auch wieder ein bisschen humaner da. Jo. Spartanische Piken! Sparta! Doppelte Geschwindigkeit! Hopliten! Hoplit-Phalanx! Spartaner! Doppelte Geschwindigkeit! Ich erwarte eure Befehle! Angriff! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Hat ja in der nächsten Armee irgendwie so ein, zwei Kavallerieeinheiten. Und die übernehme ich dann. Und dann mache ich mit denen Trouble. Hopliten bereit! Hopliten zu euren Dienst! Eine Phalanx! Punkt zu Punkt eine Phalanx! Ja schon, Krieger! Rückt aus, Krieger! Hier kannst du mit dem Rücken chargen. Das ist lustig. Ja. Ja. Nice. Sparta! Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Wir sind halt alle. Spartanische Piken! Ja, wir sind halt alle besonders gut beieinander. General! Das Problem sind halt jetzt die Bogenkavalleristen. Ne? Aber ich glaube, so viel Munition können die nicht mehr haben. Zu neue Befehle? Ja, Kommandant! Spartanische Piken! Speerinfanterie zu euren Dienst! Er versucht wirklich auf meinen General mit Ding zu gehen, oder? Hier ja, der geht jetzt mit allen. Spartanische Piken! An die Waffen! General! Juhu! Wie die Frauen schreien. Eieiei. Das ist so krank. Das ist ja fast so wie bei Siedler 3. Unser General ist gefallen. Was? Oh nein. Als ob. Ja gut, ja. Aber es war ein Politiker. Ja, okay. Aber von deiner Fraktion, oder? Ja. Ja klar, ich habe nur generell aus meiner Fraktion. Hm. Ey, der da drüben. Die sind auch ganz schön am Schwitzen da, ey. Nee, du bleibst da stehen. Also eine knappe Kiste ist das da. Ja, ich hätte auch gedacht, dass das sehr viel eindeutiger wird. Ja. Achso, und jetzt ist natürlich die Motivierenfähigkeit auch weg mit dem... Genau. Okay, ja. Jetzt hast du's klar. Aber ab jetzt sollte das eigentlich definitiv eine machbare Geschichte sein. Jetzt kannst du die da aufholen und hier den Pulk auflösen. Also helfen die nicht viel. Ja. Spartanische Piken! Büro! Kommandant! Ah! Entschuldigung, das war nicht in Absicht. Also. Ja, den auch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Piken-Infanterie bereit! Greift ihre Positionen an! Hm. Warum latscht ihr jetzt eigentlich einmal darum? Könnt ihr mir das erklären? Ihr hättet den in den Rücken fallen können. Die Kämpfe sind bereit! Speerinfanterie bereit! Doppelte Geschwindigkeit! Sparta! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht!
Das ist ein schändlicher Anblick. Spartanische Piken! Schnelles Marschieren! Ja, ich habe auch echt viele Einheiten tatsächlich komplett verloren. Solltet angreifen! Zu Befehl! Angreifen! Schneidet sie in Stücke! Angriff! Aber jetzt hast du es in der Tasche. Jo. Ja, ich merke immer wieder bei solchen Spielen, dass es doch einfach einen Unterschied macht, wenn du sie lange nicht spielst. Ja, das auf jeden Fall. So, und ich meine, ich habe jetzt Rome echt seit der letzten Aufnahme gar nicht mehr gespielt. Mm. Das sind halt einfach doch ein paar Monate. Wo du halt dann einfach merkst, wie so deine Strategie, also im Gefecht so zu manövrieren, einfach ja, die Fähigkeit einfach deutlich schlechter wird. Ja. Eine Einheit rennt vom Schlachtfeld! Lol, welche Einheit ist denn jetzt noch weggerannt? Das ist immer so total lustig. Eine Plänklerinnen. Greift ihre Positionen an! Wie wär's, wenn ihr anfangt zu rennen? Spartaner, Führung! Bleib vor! Ich erwarte eure Befehle. Angriff! Komm schon, ihr seid verblieben. Ihr könntet euch mal in die richtige Richtung stellen, Jungs. Oh, das war's. Also die Armee, ja, teurer Sieg trifft's auf jeden Fall. Ja, ja, wenigstens kein Pyrosieg. Ja, doch. Ja, Pyrosieg. Ja. Dann halt hier im Bildschirm. Ja, boah, ja, der feindliche General hat fast 200 getötet. Ja. Na, ja. Ja, das war schon ein heftiger Angriff. Der war aber, glaube ich, auch relativ, also dem seinen Einheiten waren, glaube ich, alle ziemlich gut equipped. Ja. Ja, und hier die Geschosskavallerie, die hat auch richtig viele Männer gekostet, die hätte ich viel früher angreifen müssen. Ja, das Problem ist halt, dass du nicht an sie rankommst. Also, ja. Da brauchst du dann schon Kavallerie. Oder halt deine Plänkler auf sie hetzen. Ja. Aber die standen ja sehr, sehr weit entfernt. Also. Aber ich habe hier, wenn du dir anschaust bei mir, ich habe auch ein paar, vor allem die Hopliten-Einheiten, die über 200 Kills haben. Auch die Gorgus, eine Einheit von den Plänklerinnen, über 250 fast. Ja, ist auf jeden Fall gut. Ja. Waren bei mir auch schon einige dabei. Was hast du dem Flo jetzt geschrieben? Dass wir jetzt dann eine Pause machen und dann bis circa eine 5 bis 5 aufnehmen und dann halt nochmal Pause brauchen wahrscheinlich. Ja, wäre wahrscheinlich nicht ganz schlecht. Ja. Genau. Aber wollen wir die Pause dann jetzt, sobald ich aus dem Ladebildschirm raus bin, machen? Ja, würde ich, genau. Weil würd ich schon so machen. Ist jetzt 3 Uhr dann, das ist eine schöne Uhrzeit. Dann haben wir nach der Pause gleich nochmal ein dickes Gefecht. Mhm. So, da muss ich aber dann gucken, ob wir das tatsächlich spielen, weil... Da würde ich zwar mit 2 Fullstack-Armeen reingehen, da könntest du theoretisch eine komplette dann übernehmen, wenn du willst. Könnten wir so machen, ja. Genau, damit du auch ein bisschen was zu tun hast noch. Und nicht so alles vollkritzelt. Richtig, genau. Ein edler Tod, ja, einer von meinen Generälen ist halt draufgegangen bei der Geschichte. Ja. Hattest du einen Sohn? Für die Götter! Boah, das ist aber eine epische Szene. Siehst du das auch? Nee. Weil bei mir ist halt der General, er wurde halt so niedergestochen, dann ist er so auf die Knie runtergesackt und hat ihm dann so quasi mit letzter Kraft noch das Schwert in den Hals geschoben. Oh, ja. Cool. So. Boah, 3000 Gold. Das ist eine andere Provinz wie das Singidunum. Kann man plündern. Kann man plündern. So, und der nächste General. Jünger der Athene. Jünger der Athene, Jünger der Athene, Jünger der Athene. Ah, ne, Dynastie der Agardien. Ah, das ist der Herodot. Der ist, glaube ich, eh relativ,
relativ gut. Wir hungern nach einer Schlacht. So. Und ihr dürft... Achso, ihr könnt hier keine Einheiten rekrutieren. Das ist natürlich schlecht. So, hier wird erstmal repariert. Und dann, ich schaue jetzt mal. Okay. Das ist hier... Eine Armee mit 7 Einheiten in der Hauptstadt. Hm. Ja. Und da werde ich dann in der nächsten Folge mit 2 Fullstack-Armeen reinmarschieren. Und diese werden bestehen aus Herakles Zorn und Herakles Speere. Oh. Ein tödliches Duo, würde ich auch sagen. Und eine davon ist die Armee mit meinem Basileus, also der sollte bitte nicht sterben. Ah. Der soll... Wenn sich das irgendwie vermeiden lässt, dann wäre das wahrscheinlich ganz gut. Ja, einfach hinten anstellen stehen und anstellen. Ja, genau. So. Gut. Genau. Dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.